Ja, hallo Emma. Hallo mein Schatz. Oh Emma, fall nicht. Die perfekte Werkbank. Wie sieht die aus? Wir sehen hier eine Werkbank in ihrer simpelsten Form, so simpel wie sie nur sein kann. Die werden wir heute aber noch ein bisschen schick machen und ich werde heute ein paar Werkbänke zeigen und mal so ein bisschen was dazu sagen, was vielleicht für dich die perfekte Werkbank ist. Viel Spaß! Jetzt kommen ein paar Punkte, die in meinen Augen wichtig sind, wenn man sich eine Werkbank baut. Bleibt aber auf jeden Fall am Video dran. Am Schluss werde ich nämlich dem Ganzen noch mal so ein bisschen widersprechen. Und ja, das wird nicht so ganz dazu passen, was ich euch jetzt sage, aber bleibt einfach am Video dran. Auf jeden Fall ist das Wichtigste erstmal, finde ich, bei einer Werkbank, in dem Fall die Höhe. Man sollte sich zu Beginn eine Höhe aussuchen, auf die man dann alle zukünftigen Werkbänke oder Arbeitsplätze dann baut. Weil wenn die eine Werkbank 5 cm höher als die andere ist, dann kann man die untereinander nicht benutzen und man wird sie am Schluss dann nicht benutzen. Der nächste wichtige Punkt ist auf jeden Fall die Mobilität. Das bedeutet die Rollbarkeit, so nenne ich es jetzt mal. Kann man die Werkbank durch die Werkstatt rollen, ist das super, super praktisch, weil man halt einfach so wie in diesem Fall jetzt einfach mal ein Projekt, was noch nicht fertig ist, auch mal aus dem Weg rollen kann. Aber das war noch nicht alles. Bei so einer Werkbank ist es natürlich praktisch, wenn man da ein bisschen Stauraum hat. Das bedeutet, wenn man hier oben an einem Projekt arbeitet, ist es immer cool, wenn man dann die Zange, den Hammer oder was auch immer man an Werkzeug für dieses Projekt braucht, direkt an Ort und Stelle oder unter der Werkbank lagern kann. Hier hätten wir in dem Fall ein paar Schäferkisten, wo wir dann das Werkzeug drin lagern können. Aber das ist nicht nur der einzige Punkt, der wichtig ist, sondern auch so die Funktionalität untereinander. Egal, was es für eine Werkbank ist, es ist natürlich immer schön, wenn man Stauraum darunter hat. Das bedeutet, wenn man hier an einem Projekt arbeitet, ist es immer cool, wenn man dann die Werkzeuge, die man jetzt gerade nicht braucht, eventuell direkt unter der Werkbank verstauen kann. Theoretisch könnte ich hier ein paar Zangen in die Kisten reinmachen und könnte dann hier oben den Platz auf dieser Werkbank, so nenne ich sie jetzt mal, besser ausnutzen. Aber so eine Werkbank oder so ein Arbeitsbereich muss auch als System funktionieren. Das bedeutet, der muss groß genug sein oder so klein, wie halt eben sein muss. Das hier ist in dem Fall ein kleiner, mobiler Arbeitstisch. Das bedeutet, ich kann den als Ausführtisch für die Tischkreissäge benutzen und auch für die Drechselbank, wenn ich zum Beispiel ein paar Bauteile miteinander zusammenschrauben muss. Natürlich kann ich auf dieser kleinen Arbeitsebene jetzt nicht eine große Multiplexplatte zuschneiden. Dafür ist auch hier hinten dieser Tisch gedacht. Das bedeutet, der Werkbereich muss natürlich so groß sein, damit man auch das, was man drauf vorhat, machen kann. Darauf kann ich große Sachen schneiden, auf dem kleinen natürlich nicht. Die kleine Werkbank kann ich mobil zwischen den einzelnen Maschinen herschieben, bei dieser großen Variante aber nicht so ganz. Die Werkbank ist soweit fertig. Ich kann jetzt ein kurzes Resümee fassen und kann sagen, dass das, was ich jetzt alles gesagt habe, nicht so wirklich viel Sinn gemacht hat. Was ein Wunder. Ich finde, die perfekte Werkbank gibt es nicht. Es gibt nur die perfekte Werkbank genau für dich. Und zwar finde ich nämlich, dass
im Internet sehr, sehr viele schöne Werkbänke gebaut werden. Die sind schön und die sind stabil und. Aber ich finde, in den meisten Fällen braucht man diese ganzen Features gar nicht. Ich bin jetzt in der Vergangenheit so gefahren, dass ich mir immer eine Werkbank gebaut habe, die für den einen Zweck wichtig ist und ich sie halt auch eben dafür benutze. Denn ihr habt gesehen, ich habe eigentlich so, ich sag mal, zwei Werkbänke, die darunter auch als Werkbank fallen. Ihr seht neben diesem wunderschönen Projekt, was bald auf meinem Kanal kommt, hinten meine große Platte auf Böcken. Das ist eine Werkbank. Das ist aber die Werkbank, auf der ich rein Multiplexplatten zuschneide und Dinge zusammenbaue. Das bedeutet, die muss nicht stabil sein, die muss jetzt nicht unbedingt auf Rollen sein und die muss nicht hyperdüper sein, weil ich darauf eine Multiplexplatten zuschneide. Diese Werkbank zum Beispiel benutze ich rein, wenn ich was stemme. Ich mache das nicht oft, aber wenn, kann ich das halt eben genau an diesem Punkt hier tun. Hier kann ich natürlich keine Multiplexplatten zuschneiden. Das bedeutet, diese Werkbank ist rein ein stabiler Ort, wo ich was zusammen nageln kann oder was zusammen schlagen kann. Ich finde, gerade in diesen großen YouTube-Werkstätten sieht man oft, dass hinter einem einfach ein großer Ablageort ist und vor einem dann die Hyperwerkbank steht. Ich finde, das braucht man einfach nicht, weil ich finde es besser, wenn man für die jeweilige Arbeit die richtige Werkbank sich zusammenschustert. Öfters arbeite ich ja zum Beispiel an zwei Projekten. Und dann finde ich es ganz cool, wenn ich mir einfach eine Werkbank schnappen kann, kann hier ein Projekt drauf anfangen und kann, wenn ich dann an einem anderen Projekt weiterarbeite, dann ist es cool, wenn man die Werkbank einfach aus dem Weg rollen kann und die nicht unbedingt super, super groß ist. Wir haben zwar hier so ein paar Punkte, die ich angesprochen habe, aber alle Punkte sind hier nicht immer ausgefüllt. Die ist nicht super groß, aber was wir haben eine kleine Spannmöglichkeit und ein bisschen Stauraum jetzt hier darunter. Ich würde euch empfehlen, schaut mal, was ihr bei euch so in der Werkstatt macht und baut euch anhand dessen eine Werkbank. Die Werkbank hier ist zum Beispiel für meinen Vater, die ist relativ hoch, das heißt, der kann gut an seinen Kleinteilen arbeiten. Was sind Kleinteile bei dem? Der arbeitet öfters an Mopeds, das heißt Vergaser, Motor auseinanderbauen. Und dann ist diese hohe Höhe hier gut. Da braucht man auch keine riesige Werkbank. Hier kann man eher einen Motor draufpacken, kann die dann rüberrollen. Und wer meine älteren Videos kennt, weiß, dass ich ihm auch noch eine Werkbank schick gemacht habe. Und da kann er halt eben auf diesen beiden Werkbänken arbeiten, so wie er halt an einem Projekt arbeitet. Noch ein Beispiel, hier mein Frästisch. Der wurde eigentlich fast nie als Frästisch benutzt, sondern immer als Werkbank oder als Montageplatz oder halt eben als mobile Werkbank. Da hat jetzt zum Beispiel eine längere Zeit meine Schärfstation drauf gestanden. Ich konnte sie, weil ich an dem Projekt gerade nicht gearbeitet habe, konnte ich sie wegrollen. Aus dem Grund würde ich mir gar nicht mal so zu Herzen nehmen, wenn in irgendeiner YouTube-Werkstatt eine wunderschöne, eine richtig coole Werkbank steht. Ich würde mal einzelne Elemente von dieser Werkbank holen und würde die halt eben mir abschnappen und dann in eine eigene Werkbank bauen und eventuell einfach ein bisschen kleiner machen und da vielleicht ein bisschen Stauraum drunter machen, vielleicht auch auf Rollen bauen oder. Hier findest du jetzt noch zwei coole Videos. Das obere Video kann ich dir empfehlen, wenn du dir einen Schiebetisch selber bauen möchtest. Da habe ich einen Fast-Format-Schiebeschlitten für meine Tischkreissäge gebaut. Super, super aufwendiges Projekt. Und unten verlinke ich dir noch ein cooles Projekt. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.